Seit ungefähr einer Stunde ist der Teaser zur neuen Netflix-Serie von Resident Evil online. Und wir schauen den natürlich gemeinsam jetzt an. Hi Korns und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Jawohl, wieder ein Reaction-Video. Gestern hat Netflix angekündigt, dass heute ein Teaserchen folgen wird zur neuen Resident Evil Netflix-Serie. Ich weiß, wir sind alle wahnsinnig erfreut darüber, dass im Juli eine neue Serie kommt. Die wird sicherlich besser wie die anderen Versuche. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Leute. Wir schauen uns jetzt den Teaser an und gucken mal, ob der wirklich jetzt so richtig rausdonnert, was wir uns wünschen. Billy, Jade, welcome home. New Raccoon City 2022. Ratte wird aggressiv. Die Geschwister. London 2036. Okay, also ich war da jetzt nicht so schlau draus. Ich glaube, wir gucken es uns nochmal an mit ein paar Breaks drinne. Billy Jade, welcome home. Da wird es einfach mal direkt noch gesagt, sodass jeder jetzt rafft. Ach, das sind jetzt diese Geschwister von Albert Wesker. Und hier New Raccoon City 2022. Ja, hier sieht man Umbrella als Blumen. Das ist schon die ganze Anlage. Ja, Forschungslabor ist uns soweit klar. I really think you guys are going to love it here. Alles Umbrella. Billy. Ah, da steht Billy drauf. Habt ihr das gesehen auf den Reagenzgläsern? Steht Jade drauf und Billy. Also das sind wahrscheinlich Blut so Reagenzgläser, wo man so Blut nimmt und dann damit experimentiert oder so. Eine scheint krank zu sein. Umbrella ist joy.com. Wahnsinnig Joy. Die hat so einen futuristischen Look. Das gefällt mir jetzt wieder nicht, wenn man so eine abgefahrene Frisur hat. Das ist so futuristisch. Das gefällt mir irgendwie gar nicht so. So abgefahrene Frisuren, keine Ahnung. Das hier sieht jetzt wirklich aus wie, ja, die Welt ist am Arsch einfach und spielt in London 2036. Also das ist schon so ein, ja, so ein postapokalyptischer Film, beziehungsweise Serie, meine ich. Militär und so. Eine Atombombe, vermute ich mal, ist da gezündet worden oder irgend sowas. Ist dann richtig, oder? Okay, wer könnte das sein, diese Frau hier mit dem roten Blazer und dem Schmuck? So eine ederartige Frau, has evolved. Ja, also auch beim zweiten Schauen werde ich nicht unbedingt schlauer daraus. Es ist halt, denke ich, Action. Ich denke, es wird wieder Action sein, übertriebene Action. Vermute ich jetzt einfach mal, weil es ist so postapokalyptisch, ganz klar angedeutet, Massen von Zombies. Man hat so die Helikopter gesehen, die von oben runterschießen. Action-Szenen hat man viele gesehen. Eher weniger Szenen, in denen ich mich jetzt gegruselt habe, wo man irgendwie mal irgendwas Gruseliges gesehen hat. Ich kann aus diesem Teaser jetzt, würde ich jetzt sagen, dass uns wieder etwas erwartet, was ja vielleicht so in die Resident Evil 6 Richtung geht, also das, was wir eigentlich alle nicht wollen. Interessant fand ich die Reagenzgläser von Weskers Töchtern, Jade und Billy.
warum er das gemacht hat. Also der hat da bestimmt wieder irgendeinen Schabernack im Kopf. Ganz klar hat er mit denen irgendwas experimentiert. Nur was ist hier die Frage? Und eine der beiden Töchter ist diese Badass-Frau, die sich da durchmetzelt. Und eine von beiden wird wahrscheinlich halt krank sein oder vielleicht irgendwie infiziert worden sein. Vielleicht ein gescheitertes Ergebnis à la Lisa Trevor. Wenn es so wäre, fände ich es ja schon irgendwie cool. Aber warten wir es einfach mal ab. Ich kann jetzt mit dem Trailer tatsächlich gar keine Tendenz einschätzen. Mehr kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Auf jeden Fall, Umbrella ist am Anfang deutlich zu erkennen. Und es spielt dann 2022 tatsächlich. Und dann haben wir einen Sprung auf 2036. Also erstmal vorher und dann nachher, was eine interessante Geschichte sein kann. Aber ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Erkennen kann ich hier leider nicht so viel. Vielleicht erkennt ihr ja irgendwie mehr. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Teaser haltet. Was erwartet ihr? Was denkt ihr? Was wird passieren? Wird es eher so in Richtung Horror und so, dass man halt Angst hat und diese bedrückende Stimmung spürt? Oder meint ihr auch wie ich, dass das wohl eher in Richtung Resident Evil 6 mit viel, viel Action und Geballer wird? Die Serie wird ab dem 14. Juli diesen Jahres auf Netflix zu sehen sein. Ich werde sie mir definitiv reinziehen, aber wie gesagt, die Erwartungen halte ich weit unten, sodass eben keine Enttäuschung möglich ist. Und ja, eher möchte ich positiv überrascht werden, wie mich zu enttäuschen, indem ich die Lade immer wieder unendlich weit hochsetze. Genau, das ist so mein Anspruch an die ganze Sache. Wenn ich mir den Trailer jetzt so anschaue, es ist interessant, definitiv. Ich würde jetzt sehen wollen, um was es da geht, mich interessiert es. Aber ich frage mich, ist das Resident Evil? Also zumindest in der ersten Hälfte schon, ob es in der zweiten Hälfte das so ist, mit vielleicht viel Action oder übermäßig vielen Zombies und krassen abgefahrenen Wesen, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber schauen wir einfach mal, wie es wird. Ich hoffe, es driftet nicht ab in die Richtung à la Walking Dead. Das wäre natürlich auch nicht so super, aber schauen wir einfach mal. In diesem Sinne, das war es vorerst von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut und wir sehen uns bald wieder hier auf YouTube zum nächsten Video. Und bis dahin, macht's gut and don't forget, be unique.